Hallo und herzlich willkommen bei KVTV Praxis, das Magazin. Die Menschen stürmen in die Praxen, um sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Und die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte freuen sich, mithelfen zu können. Doch auch das Tagesgeschäft muss weiterlaufen. Und das ist momentan gar nicht so einfach. KVTV hat eine internistische Gemeinschaftspraxis in Mainz besucht. In dieser Mainzer Gemeinschaftspraxis steht das Telefon nicht mehr still. Dr. Garcia Godelmann kann sich vor Anfragen nach Corona-Schutzimpfungen kaum retten. Wir sind überflutet worden mit Nachfragen, Anfragen per Mail, aber auch im Prinzip war die Telefonanlage dann, es war nicht mehr möglich, uns zu erreichen, weil ich kann die Leute auch verstehen, auch die jüngeren Leute, die jetzt gerne sich impfen lassen wollen, das ist ja auch gut so. Ja. Allerdings ist es natürlich von der Praxis schwierig, weil Leute, die oder Menschen, Patienten, Patientinnen, die dringlich Termine wollten oder sind kaum noch durchgekommen. Und das ist schon eine Flut, die man nicht bewältigen kann. Pro Minute 50 Telefonate, das ist nicht mehr zu machen. Da müssen wir jetzt natürlich alle unsere Patientinnen und Patienten um Geduld bitten. Die überlastete Telefonanlage geht auf Kosten der anderen medizinischen Untersuchungen in der Praxis. Auf der Website werden die Patienten gebeten, sich Impftermine über einen Online-Kalender zu suchen. Wir haben jetzt zum Beispiel 100 Impfungen für Johnson & Johnson freigegeben. Die waren innerhalb von 3 Minuten waren die weg. Das heißt, über den Online-Kalender innerhalb von 3 Minuten waren alle Impftermine vergeben. Also der Bedarf ist riesig. Ja. Wir können die Menschen alle verstehen, mit oder ohne Priorisierung. Ich kann das verstehen. Die wollen ihre Freiheiten zurück. Das ist völlig verständlich und wir tun, was wir können. Telefone, die nicht stillstehen. Schlangen vor der Praxis. Viele Nachfragen und natürlich ganz nebenbei auch die normalen Sprechstunden. Ärzte und Praxisteam sind am Limit. Unser Personal, das ist schon sehr, sehr belastet und da muss ich auch volle Hochachtung vollsprechen, was mein Personal hier leistet, nicht nur das Ärztliche, sondern auch unsere MFAs, das ist schon sensationell und das ist in den anderen Praxen genauso. Also das kann ich hier als leitender Arzt gar nicht genügend würdigen, was die da draußen leisten. Haben Sie auch einen Impfpass? Ja. Wir machen Überstunden und Überstunden und Überstunden. Also man muss auch aufpassen, dass man das Personal an der Stange hält, dass es dann nicht wirklich zu Situationen kommt, wo die einfach nicht mehr können. Die Corona-Pandemie ist eine Herausforderung. Alle im Team sind sich dieser besonderen Situation bewusst. Und das Ziel ist klar. Keine vierte Welle. Keine vierte Welle, sondern eine gewisse Normalität. Ich bin davon überzeugt, dass man das erreichen kann und erreichen können, wenn alle an einem Strang ziehen. Keine vierte Welle und die dringende Bitte an alle Patientinnen und Patienten, sich erst über die Webseite der jeweiligen Praxis zu informieren. Rheinland-Pfalz hat einen neuen Gesundheitsminister. Clemens Hoch heißt er und übernimmt das Amt von Sabine Betzing-Lichtentäler. Seit dem 18. Mai ist er Minister für Wissenschaft und Gesundheit im Kabinett Dreyer und war auch schon auf Antrittsbesuch bei der KV Rheinland-Pfalz. Ein gutes Zeichen, denn wie wichtig eine Zusammenarbeit aller Akteure im Gesundheitswesen ist, das zeigt sich gerade jetzt in der Corona-Krise. Ganz frisch im Amt besuchte der neue rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch am 15. Juni die Kassenärztliche Vereinigung Rheinland-Pfalz in der Hauptverwaltung in Mainz. Zusammen mit dem neuen Staatssekretär Fabian Kirsch traf man sich zum Kennenlernen und Meinungsaustausch. Der Vorstand der KV Rheinland-Pfalz nahm den Anlass für die Vorstellung aktueller Projekte wie die Neuorganisation der ambulanten Bereitschaftsdienstversorgung. Beide Seiten bekräftigten in ihrem ersten Treffen eine gute Zusammenarbeit. Die zeigt sich gerade jetzt in der Bewältigung der Corona-Krise. Gesundheitsminister Hoch bedankte sich für die herausragende Zusammenarbeit mit den niedergelassenen Haus- und Facharztpraxen und der Psychotherapeutenschaft. Gerade in Rheinland-Pfalz hat das zur Eindämmung und zu einem glimpflichen Verlauf der Pandemie geführt. Bei dem Gespräch im kleinen Kreis stand vor allem das Kennenlernen im Fokus. Für beide Seiten ist klar, Probleme lassen sich nur gemeinsam lösen. Das war KVTV Praxis, das Magazin. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.